Das Erzgebirge. Diese Gegend wurde früher Meriquidi genannt, was ein lateinischer Begriff für Dunkel- oder Finsterwald ist oder auch als Grenzwald bezeichnet wird. Seit uralten Zeiten war es ein undurchdringlicher Urwald, der für Böhmen und Sachsen eine natürliche Landesgrenze darstellte. Der ursprüngliche Wald bestand aus Eichen, Buchen, Linden, Ulmen und Eschen. Die ersten Siedler rodeten diese Urwälder und begannen, den Wald mit Fichten zu bepflanzen, weil Fichten schnell wachsende Bäume sind. Durch den entdeckten Erzreichtum, wie zum Beispiel Zinn, Silber, Kupfer und Eisen, hat das Holz aus den Wäldern eine zunehmende Bedeutung als Hilfsmittel erlangt. Die ersten Zinnfunde im Erzgebirge gehen in der Gegend um die heutige Stadt Krupka sogar bis in die Bronzezeit zurück. In dieser Zeit war nur das böhmische Vorerzgebirge besiedelt und nur wenige Saumpfade und Handelswege führten durch den undurchdringlichen Wald. Zur Besiedlung des Erzgebirges kam es nach den Silberfunden um Freiberg, Ende des 12. Jahrhunderts. Die ersten Siedler kamen aus Franken und aus dem Harz. Mit der Silbererzgewinnung und Verhüttung erlangte Freiberg an Bedeutung und entwickelte sich zu einer der bedeutendsten Bergbaustädte Europas. Ihr Silberreichtum und die bedeutsame Freiberger Münze machten das Kurfürstentum Sachsen zu einem wohlhabenden Staat. Der damit erlangte Wohlstand der Bürger spiegelte sich in der Architektur ihrer Stadt wider. Die sich weiterentwickelnde Stadt wurde zunehmend abhängiger von den Holzvorkommen im oberen Erzgebirge. Für die Verhüttung der Erze wurde immer mehr Holzkohle benötigt. Andere Brennstoffe waren zu dieser Zeit nicht verfügbar. Das Holz wurde auch als Bauholz im Bergbau benötigt. Das dringend benötigte Holz war am effektivsten auf dem Wasserweg nach Freiberg zu bringen. In diesem Fall war es die in der Nähe des böhmischen Dorfes Moldava entspringende Freiberger Mulde, auf der seit 1438 das Holz aus den Wäldern im sächsischen Erzgebirge nach Freiberg geflößt wurde. Man erkannte sehr zeitig, dass Freiberg auf die Holzbestände im böhmischen Erzgebirge zurückgreifen muss. Es gab damals riesige Urwälder um das böhmische Dorf Fley, die aber von der Freiberger Mulde durch einen Bergrücken getrennt waren. Es wurde die Idee geboren, einen künstlichen Graben vom oberen Lauf der Flöa in die Freiberger Mulde zu bauen. Schon 1569 schloss Martin Planer die markscheiderische Vermessung für diesen künstlichen Graben erfolgreich ab. Die damaligen wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse in Europa verhinderten den sofortigen Baubeginn des Floßgrabens. Der Freiberger Stadtrat schloss ab dem 16. Jahrhundert mit den Besitzern der Wälder auf sächsischer Seite die Schönbergs und auf böhmischer Seite die Familie Lobkowitz und später die Waldsteins Kaufverträge ab. Der damalige Schriftverkehr, heute im Freiberger Stadtarchiv, stellt eine sehr interessante Informationsquelle dar. Aus diesen Quellen kann man erfahren, wann das Holz gekauft wurde, wie viel es kostete, wie viel gekauft wurde und aus welchem Gebiet. Freiberg kaufte stehendes Holz. Das heißt, dass das Holz selbst geschlagen werden musste. Freiberg bezahlte dort die Holzhauer selbst. In diesem Gebiet wurde 20 bis 30 Jahre Holz geschlagen. Um das Holz vom Erzgebirgskamm nach Freiberg zu holen, war es notwendig, Menschen in dieser Region anzusiedeln. Es waren vorwiegend Holzfäller, die damals als Scheithauer bezeichnet wurden. Auf dem Erzgebirgskamm entstanden deshalb neue Dörfer, wie zum Beispiel Holzhau auf deutscher Seite oder neue Dörfer um Fley auf der böhmischen Seite, wie Georgendorf, Grünwald, Motzdorf, Willersdorf und Ullersdorf.
Zum Beispiel Georgendorf, das als eines der neu gegründeten Holzfällerdörfer um 1590 unter der Herrschaft der Lobkowitzer entstand. Georgendorf hat seinen Namensursprung vermutlich von Georg Lobkowitz. Die Familie Lobkowitz hatte ihren Hauptbesitz in Nordböhmen, nördlich der Moldau. Orte wie Bielina, Duchzow, die Burg Strzekow in Ústí, Schloss Eisenberg, heute Jeseří. Ebenso Český Jiřetín, Georgendorf. Georgendorf gehörte einige Generationen der Familie Lobkowitz. Der letzte Lobkowitz starb kinderlos und seine Witwe heiratete einen von Waldstein. Und so ging Georgendorf in den Besitz der Familie Waldstein über. Die Besiedlung der neuen Dörfer erfolgte vorwiegend von Menschen aus den bestehenden Nachbardörfern auf böhmischer und sächsischer Seite. Im September 1623 trafen sich die Herrschaften in Georgendorf, um die Wälder zu besichtigen und die Transportmöglichkeiten zu beraten. Ein paar Wochen später wurde im Freiberger Schloss ein Kaufvertrag zwischen dem Kurfürsten Johann Georg I. und dem böhmischen Herrn von Lobkowitz abgeschlossen. Er umfasste über 40.000 Schragen, das sind 440.000 Kubikmeter Holz. Gleichzeitig erhielt er die Erlaubnis, auch auf böhmischem Grund den neuen Floßgraben zu bauen. Wenn man den Floßgraben betrachtet, ergibt sich noch heute die Frage, wie dieses Bauwerk technisch realisiert werden konnte. Leider existieren heute nur noch wenige Unterlagen, wer den Graben geplant und gebaut hat und wie er vermessen wurde. Heute wissen wir, dass das Projekt vom Friedrich Linke aus Freiberg umgesetzt wurde. Linke war der Oberhüttenverwalter in Freiberg. Heute können wir nicht nachvollziehen, ob eine Person wie Friedrich Linke alle notwendigen Fachgebiete allein beherrschte oder mit anderen Experten zusammenarbeitete. In der heutigen Zeit wären dazu verschiedene Fachbereiche mit mehreren Experten erforderlich. Es ist eine technische Meisterleistung. Wenn wir uns vor Augen führen, welche Hindernisse es in den Felsabschnitten gab und welche hohen Anforderungen an Mensch und Material nötig waren, um das Holz zu flößen, müssen wir uns heute vor dieser Meisterleistung verneigen. Trotz des großen Aufwandes begann man 1624 mit dem Bau. Während der Umsetzung des Projektes sah man sich vor besondere Herausforderungen gestellt. Das waren die Bewältigung von Steilhängen mit bis zu 45 Grad Neigung, die Durchörterung von Felsen, die Überquerung von Bächen und nicht zuletzt die Beachtung der Rechte und Gewohnheiten der vom Bau betroffenen Bauern. Über die tatsächlichen Arbeitsabläufe beim Bau ist uns recht wenig bekannt. Wir können aber von den technischen Parametern viele Dinge ableiten. Wie zum Beispiel am Steilhang im Bereich Georgendorf musste eine Ebene von etwa 6,8 Metern aus dem Berg für die Grabengrundlage herausgeschlagen werden, um eine talseitige Dammkrone von ca. 2,3 Metern zu schaffen, mit der entsprechenden Floßgrabenbreite von ca. 4,5 Meter. Es musste dafür gesorgt werden, dass der Wasserfluss bei dem geringen Gefälle von durchschnittlich 1 Meter pro Kilometer auf 16 Kilometer Länge gewährleistet wird. Das erreichte man durch die Regulierung der erforderlichen Wassermenge im Floßgraben mit Flutern, dem Zufluss aus den querenden Bächen und den Ratsteichen bei Langenwiese. Die Meisterleistung bestand darin, das Holz auf einer so langen Strecke mit einem solch geringen Gefälle zum Schwimmen zu bringen. Der Bau der Neugrabenflöße wurde 1629 beendet. Wenn man bedenkt, dass in dieser Zeit schon 11 Jahre der Dreißigjährige Krieg in Europa tobte und Sachsen und Böhmen auf den jeweilig gegnerischen Seiten standen, ist es erstaunlich, dass es trotzdem gelang, das Projekt in dieser auch wirtschaftlich schwierigen Zeit erfolgreich zum Abschluss zu bringen. Für die Herstellung von Waffen brauchte man Eisen. Um dieses aus dem Erz zu gewinnen, benötigte man viel Holz für Holzkohle zur Verhüttung. Dabei spielte der Floßgraben auch eine wichtige Rolle.
Trotz des Krieges wurde der Holzhandel weiter betrieben. Das Holz aus dem katholischen Böhmen wurde weiter ins protestantische Sachsen geflößt und trug dazu bei, dass Waffen für den Dreißigjährigen Krieg in Sachsen hergestellt werden konnten. Für das Holz bekam das katholische Böhmen Geld aus Sachsen und kaufte, was sonst, Waffen für den Kampf gegen die Protestanten. Verlassen wir aber diese paradoxen Ereignisse und kehren wir zu unserem Floßgraben zurück. Dieser begann ein Stück entfernt von der heutigen Staumauer der Fleiertalsperre und führte über Georgendorf. Danach überquerte er die sächsische Grenze und verlief nach Klausnitz. Über den Dorfbach gelangte das Holz in die Freiberger Mulde. Noch heute ist zu erkennen, wo die Fleierflöße in die Freiberger Mulde mündete und der Holztransport noch bis Freiberg weiterging. Den historischen Verlauf mit allen seinen Facetten kann man auf einer Karte von Friedrich Linke sehen, die den gesamten Floßgraben abbildet und wo auch die baulichen Schwierigkeiten im Gelände sehr gut sichtbar sind. Man musste das geringe Gefälle beachten, damit das Wasser ständig in Bewegung war und das Holz möglichst wenig zum Stehen kam. Auf der Karte von Friedrich Linke sehen wir sehr schön nicht nur den Verlauf des Floßgrabens, sondern auch die landschaftlichen Besonderheiten sowie die Lage der damaligen Ansiedlungen. Was für uns am wichtigsten ist, ist die Darstellung, wie das Holz zum Floßgraben kam und wie die Flößer das Holz vorwärts bewegten. Die Scheite waren in relativ kurze Stücke von ca. 1,27 m unterteilt, damit sie nicht in den Kurven verkeilten. Wegen dieser kurzen Länge konnte das Holz nicht für den Stolleausbau verwendet werden. Das geflößte Holz wurde überwiegend zum Köhlern verwendet, da die Holzkohle zum Verhütten benötigt wurde. Ein kleiner Teil wurde auch als normales Brennholz verkauft. Der Floßgraben wurde zum Flößen des Holzes gebaut, das in den örtlichen Wäldern im 17. Jahrhundert mehr als reichlich vorhanden war. Trotzdem war das Fällen der Bäume und der Transport aus dem Wald zum Wasser mehr als aufwendig. Sobald der Schnee das Feld räumte, rückten die Holzfäller in den Holzschlag. Die Holzfäller wurden aufgrund der Fronleistungspflicht in Dienst gestellt, für diese Arbeit erhielten sie aber einen Lohn. Dessen Höhe richtete sich nach der Anzahl der Schragen. Ein Schragen war ungefähr 6 Kubikmeter lose aufgesetztes Holz. Ein erfahrener Holzfäller war imstande, 2 bis 2,5 Schragen in einer Woche zu fällen. Für einen Schragen erhielt der Holzfäller 6 Groschen. Wöchentlich konnte er also ca. 12 bis 15 Groschen verdienen. Und was konnte er dafür damals kaufen? Ein Huhn kostete 3 Groschen. Gänse 6 Groschen. Ein Pfund Rindfleisch 4 Groschen. Eine Flasche Wein 2 Groschen. Ein Hufeisen 2 Groschen. 1000 geschmiedete Nägel 10 Groschen. Ein Lamm 20 Groschen. Das Holzfällen war sehr mühsam, besonders aus dem Grund, da die Sägen im Erzgebirge erst nach dem Jahre 1730 benutzt wurden. Die Verbreitung der Sägen bei den Holzfällern war langsam und manchmal stieß sie sogar auf den Widerstand der Holzhauer. Diese wurden gezwungen, die Sägen von ihrem eigenen Geld zu kaufen. Obwohl die Arbeit mit den Sägen effektiver war, musste man sie öfter schleifen als eine Axt. Und an eine andere Art der Bewegung wollten sich die Holzfäller auch nicht gewöhnen. Es wurde auch von Unruhen bei den Holzfällern berichtet, denen die Sägen aufgezwungen wurden. Und das war bei Weitem nicht das einzige Problem im Zusammenhang mit dem Holzabbau. Obwohl das zum Flößen gelagerte Holz bewacht wurde, kam es zu Diebstählen. Die Bewohner von Fly, Motzdorf und auch Georgendorf stahlen das Holz hauptsächlich, um in den Wintermonaten damit zu heizen. Um die Diebstähle zu verhindern, schrieben die Freiberger Ratsherren an die Lobkowitzer und an die Duxer Hauptmannschaft und baten sie, auf ihre Untertanen einzuwirken.
Dies hatte keinen großen Erfolg, denn die Diebstähle wiederholten sich in den folgenden Jahren. Mit beginnender Schneeschmelze fängt die Hauptarbeit des Jahres, das Flößen, an. Das Grabenbett musste gereinigt werden, damit das Wasser ohne Hindernisse durchfließen konnte. Die schneereichen Winter mit schneller Schneeschmelze bedeuteten gute Bedingungen für das Flößen. Wenn es weniger Schmelzwasser gab, wurde der Wasserstand durch Zuflüsse und das Wasser aus den Floßteichen verstärkt. Mit Flutern konnte die Wasserfließgeschwindigkeit reguliert werden. Auf der Freiberger Mulde, in die die Fleier Flöße in Klausnitz mündet, waren die anliegenden Mühlenbesitzer vom Beginn des Flößens unterrichtet. Somit konnten die Mühlenbesitzer ihre Mühlgräben und Wasserräder vor dem abschwimmenden Holz durch eingeschlagene Pfähle sichern. Kurz vor Beginn des Flößens erschien der Floßmeister und bezog das untere Floßhaus, um für die Dauer des Floßganges vor Ort zu sein. Einwohner, freigestellt von Frondiensten, sorgten entlang der Flöße an problematischen Stellen für das reibungslose Abschwimmen des Holzes. Für die Bewohner war diese Arbeit von Vorteil, da sie keine andere Fronarbeit ausführen mussten und sogar bezahlt wurden. Zur Fortbewegung des Holzes wurden sogenannte Flößerstangen verwendet. Diese waren lange Stangen mit Eisenspitzen und seitlich gekrümmten Haken. Die Flößer bewegten sich auf einem Weg neben dem Floßgraben entlang und kümmerten sich um ihren Abschnitt. Die böhmischen Besitzer der Ländereien um die Neugrabenflöße, die Lobkowitzer und später die Waldsteiner, hatten ein Handelsmonopol für Holz nach Sachsen. Zum Beispiel 1715 verkauften die Waldsteiner ca. 9000 Schragen Holz, das sind ca. 50.000 Kubikmeter. Die große Menge des nach Sachsen gelieferten Holzes war bald eine Frage der Verzollung. Nach sächsischen Quellen verlangten zuerst die Tschechen im Jahre 1624 eine Zollgebühr, und zwar 3 Kreuzer pro Schragen. Am 10.04.1624 bezahlte Freiberg dem Zollamt in Robb 303 goldene Groschen, natürlich mit verbalen Protesten der sächsischen Seite. . 1625 flößte der sächsische Kurfürst Holz für seinen Bedarf und lehnte die Zahlung eines Zolls ab. Mit der Begründung, dass die Kurfürsten vom Zoll befreit seien. Dieser zollfreie Handel hielt bis zum Jahre 1638. Danach erhoben die Zöllner in Georgendorf wieder Zölle. Maximilian Waldstein, der erste Besitzer des Duxer Landgutes, dachte sich verschiedene Neuheiten bezüglich der Holzlieferverträge aus. Das entrüstete die sächsische Seite. Deshalb wurden die Verträge 1656 von sächsischer Seite aufgelöst. Da aber die böhmische Seite Geld und die sächsische Seite Holz benötigte, wurden die Verträge im Jahre 1658 wieder in Kraft gesetzt. Dies hielt lediglich 4 Jahre und 1662 wiederholte sich alles. Waldstein drohte, dass er die Neugrabenflöße aufhebe und das gesamte Wasser in die Flöha fließen lasse. Die böhmische Seite hörte nicht auf, Zoll für das Holz zu fordern. Dieses wiederum lehnte die sächsische Seite ab. Da die Sachsen das Holz dringend benötigten, umgingen sie die Zollzahlungen mit Korruption der Zöllner in Georgendorf und Langewiese. Die Streitigkeiten um den Zoll zogen sich 10 Jahre in verschiedenen Formen hin. Zum Beispiel erhöhte Waldstein wegen des fehlenden Zolles den Preis des Holzes und lehnte Dienste der Sachsen kategorisch ab. Im Jahre 1727 verbot Johann Joseph Georg von Waldstein sogar das Holzfällen und 1 Jahr später ließ er den Zufluss zum Floßgraben umleiten. Die Sachsen ließen sich dies nicht gefallen und hielten in Dresden ein Schiff der Waldsteiner, welches Waren nach Hamburg bringen sollte, fest. Erst im Jahre 1731 kam es zu einer Einigung über ein Zollabkommen für Holz. Auf den ersten Blick könnte es so erscheinen, dass das Holz nur so gefällt wurde, wie sich die einzelnen örtlichen böhmischen Waldeigentümer mit der sächsischen Seite einigten.
Dies war aber nicht die ganze Wahrheit. Ab dem Ende des 17. Jahrhunderts griffen die königlichen Statthalter in Prag in das Geschäft ein. Im Jahre 1747 verbot Kaiserin Maria Theresia persönlich die Ausfuhr des Holzes nach Sachsen. Aber wieder galt, Geschäft ist Geschäft. Und wenn es für beide Seiten vorteilhaft ist, kommt es immer zu einer Einigung. Und so wurde jedes Frühjahr das böhmische Holz nach Sachsen geflößt. Unter den Flößern, die sich um das sichere Flößen der Holzscheite kümmerten, waren auch Kinder. Gegenüber den Erwachsenen war ihr Vorteil, dass an ihnen Lohn gespart wurde. Sie durften aber nicht in den gefährlichen Abschnitten des Floßgrabens eingesetzt werden. Das geschragte und gezählte Holz wurde ins Wasser geworfen und mit Hilfe der Flößer wurde es zu dem Bestimmungsort geflößt. Wenn das Holz an einem Tag für mehrere Kunden geflößt wurde, ließ man eine Lücke beim Flößen, um die einzelnen Aufträge zu trennen. Das Holzflößen im Erzgebirge änderte sich innerhalb von seiner 250-jährigen Existenz praktisch nicht. Und das betrifft auch die Arbeitszeit. Man flößte ca. 3 Wochen im Jahr, überwiegend im Frühling, dank dem höheren Wasserstand. Es gibt sogar Einträge darüber, dass die ersten Holzscheite in Fley schon um 3 Uhr früh eingeworfen wurden. Das war aber eher eine Ausnahme. Überwiegend wurde morgens um 6 Uhr früh begonnen und das Einwerfen so beendet, dass die letzten Holzscheite vor der Dämmerung Sachsen erreichten. Wir können heute sehr schwer sagen, wie lange die Holzfäller arbeiteten. Es ist uns bekannt, dass sie den ganzen Tag, also von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, arbeiteten. Was eine typische im Gebirge lebende Familie bzw. ihre Struktur betrifft, so waren diese mit der heutigen nicht vergleichbar. Die damaligen Bedingungen waren für sie nicht einfach. Die Arbeit war schwer und anspruchsvoll und es gab eine große Kindersterblichkeit. Laut den Matrikeln überlebten von 10 Kindern gewöhnlich nur 4, maximal 6 Kinder. Das heißt nicht, dass die Kinder gleich bei der Geburt sterben mussten. Der Grund dafür war die damalige Hygiene und die medizinische Versorgung. Die schweren Arbeiten oblagen den Männern, die Familienoberhaupt und Ernährer waren. Die leichteren Arbeiten erledigten die Frauen und selbstverständlich auch die Kinder. Im Alter von 5 bis 6 Jahren wurden die Kinder in die Arbeiten einbezogen. Sie hüteten Gänse und Hühner, das Vieh bei der Weide, mähten Gras oder sie bereiteten die Fütterung für das Vieh vor. Keiner der Holzfälle konnte nur von den Holzarbeiten leben. Sie mussten eigene Felder bearbeiten, um die Vorräte für den Winter anzulegen. Sie hielten sich Kühe und Ziegen. Neben der Grundversorgung an Lebensmitteln waren die Bedingungen im Gebirge auch für Leinanbau möglich. Der Flachs war eine wichtige Nutzpflanze, weil er zur Faserherstellung diente und daraus auch Garn gemacht wurde. Die Leinenherstellung war eine zusätzliche Einnahmequelle. Und womit beschäftigte sich die Familie im Winter, wenn draußen Schnee lag? Wenn sie nur an der Landwirtschaft orientiert war, konnte sie sich im Winter ausruhen. Jedoch seit dem 17. bis 18. Jahrhundert begann sich das Kleinhandwerk zu entwickeln. Das trug zum Lebensunterhalt der Familien bei und konnte von den Familienmitgliedern ausgeübt werden, die sich nicht mehr so aktiv den Holz- und Bergbauarbeiten widmen konnten. In den Orten, wo noch genug Holz zur Verfügung stand, das heißt auch in unserem Gebiet des mittleren Erzgebirges, konnten die Menschen das Drechslerhandwerk betreiben oder Haushaltsartikel wie zum Beispiel Teller, Kannen oder Wasserständer herstellen. Von dem Drechseln der Haushaltsgegenstände ging man zu anderen Erzeugnissen über, die zum Beispiel auch zum Spielen dienen konnten. Und damit kommen wir zur Spielzeugherstellung, speziell zu unserer erzgebirgischen Spielzeugherstellung. Wenn wir das westliche Erzgebirge betrachten, sehen wir, dass sich auch hier Kleinhandwerk entwickelt, wie zum Beispiel das Klöppeln, das wiederum mit der Garnverarbeitung zusammenhängt. Das Klöppeln halten wir heute für eine Frauenarbeit. Wir wissen aber, dass es eine klassische Handwerksarbeit war und in der Zeit, wo in den Bergstollen die Erzgewinnung sank, mussten sich auch die Männer zum Klöppelsack setzen.
Man erzählt sich auch Geschichten, dass ältere klöppelnde Männer, die einen langen Bart hatten, aufpassen mussten, dass ihr Bart sich nicht zwischen die Klöppel wickelte. Die Klöppelspitzen aus dem Erzgebirge waren viel günstiger als die bekannten Spitzen aus dem belgischen Flandern. Die Qualität der erzgebirgischen Spitzen war dabei die gleiche und sie waren billiger. Die Nachfrage nach Spitze war groß und somit ein guter Absatz vorhanden. Nicht jeder konnte die Spitze tragen. Es gab sogar eine Bekleidungsordnung, die festlegte, welche Gesellschaftsschichten die Spitze in welchem Umfang tragen durften. Es ist interessant, dass gerade die Leute, die die Spitze erzeugten, diese nicht tragen durften. Die Holzfäller, die das Holz auf der Neugrabenflöße flößten, waren die Männer, die eine lockere Arbeitskleidung benötigten, um sich frei bewegen zu können. Sie brauchten keine mit Spitzen besetzten Krägen. Durch den technischen Fortschritt war ersichtlich, dass die Arbeit der Flößer nicht mehr lange benötigt wird. Die aus dem geflößten Holz hergestellte Holzkohle wurde immer mehr durch Steinkohle und Koks ersetzt. Das Holz wurde immer seltener zur Holzkohleherstellung benutzt, eigentlich nur noch für den Bedarf der Bäcker und Schmiede. Diesen letzten Kunden wurde die schon fertige Holzkohle mit dem Fuhrwerk gebracht. Und so wurde das Holz aus Böhmen auf der Neugrabenflöße zum letzten Mal im Jahre 1874 geflößt. So endet die 250-jährige Periode der Flößerei auf dem Neugraben nach Klausnitz. Im Jahre 1884 wurde die Eisenbahnstrecke zwischen Most, Moldau und Freiberg fertiggestellt. Die Eisenbahn transportierte die nordböhmische Braunkohle nach Sachsen. Man könnte denken, dass sich die Not für die Holzfäller und Flößer nun vergrößert. Aber das Gegenteil war der Fall. Die Eisenbahn brachte den örtlichen Holzfällern neue Möglichkeiten für den Erwerb ihres Lebensunterhaltes durch die Ansiedlung von kleinen Betrieben und Manufakturen, speziell in dem holzverarbeitenden Bereich. Auch der Floßgraben blieb nicht lange ohne Nutzen. Im Jahre 1884 wurde sein Wasser zum Antrieb der Maschinen in der neuen Pappenfabrik in Georgendorf genutzt. Als Andenken an die ehemalige Pappenfabrik verblieb eine alte Eisenrohrzuleitung zur damaligen Produktionsstätte und die noch bestehende Fabrikantenvilla. Der Neugraben blieb bis heute erhalten, obwohl nicht in seiner vollen Länge und seinem ursprünglichen Zustand. Seine bisher rekonstruierten Teile bieten Wanderrouten durch das wunderschöne Erzgebirge. Auch Sie sind herzlich eingeladen, diese technische Meisterleistung und das beschwerliche Leben der vorherigen Generationen auf dem Lehrpfad kennenzulernen.